einen wundervollen, wundertollen Mittwoch oder andere Tage, an denen ihr das hier guckt, wünscht euch der Bernd bei Let's Play Final Fantasy 12. Seit der letzten Folge kam ich nicht drum herum, ein wenig aufzurüsten. Ich habe dem guten Mr. Barsch die Lizenz beigebracht, um die Ultima-Klinge mitnehmen zu können. Und scheinbar habe ich auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten vom Clown der guten Ash mitgenommen. Meine Truppe ist ja ein bisschen aufgestiegen im Level und das finde ich gut. Und deswegen ist die andere wieder dran. Ja, das ganze Gefarme der Adamantitklumpen hat dann doch einige Lizenzpunkte, aber auch einige Erfahrungspunkte. Die Dinger geben ja unwahrscheinlich viel, diese dicken, fetten Quallen, Schildkröten, Berndartigen, von der Statur aus gesehen, Gegner. So, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hatte auch ich 54 erwähnt, dass meine Vermutung äußerst richtig war, nämlich die Quest zu den fruchtigen 5, die gibt es auch vom Sohnemann. Und ich meine, ich habe die früher auch mal vom Sohnemann gekriegt, aber jetzt bin ich auf einem Art Optimierungsweg, möchte ich mal sagen. Optimierungsweg durch das Spiel. Also ich gehe auf Wegen, die ich früher nicht gelaufen bin, weil ich keine Karten benutzt habe. Wobei, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Muss ich ganz zu meiner eigenen Schande gestehen. Verdammt, hätte ich den anderen Weg auch gehen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, da wären wir woanders hingekommen. Ich muss jetzt zu meinem eigenen oder zu meinem... Danke. Wieso machst du Lux? Nein, das heißt direkt Medikan. Deswegen mag ich den Blaster nicht. Ich hasse Blaster, ich hasse solche Fähigkeiten. Warum ich jetzt mit der guten... nicht Ash, sondern Fran, leider Gottes in einem Modus rumlaufen, mit dem sie nicht berserkert ist, will ich auch nicht, aber das wird mir noch zu einem Vorteil gereicht, wobei, danke, jetzt habt ihr noch andere Statuseffekte, die ihr verursachen könnt, ihr Schnuddelhutzkis. Na, was soll's, ich, werde leider Gottes, glaube ich, keinen Speicherkristall sonst mehr finden, na, egal, da machen wir was anders, mach das hier mal. Also, was ich sagen wollte, ist, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich früher die Final Fantasies... Ich habe mir immer direkt das Lösungsbuch dazu gekauft. Teil 7 war der erste, den ich mir geholt habe. Offensichtlich. Meine gehörte nicht zu den gut betuchten kleinen Knaben, deren Eltern vermögend waren. Und über die man sich dann mal lockerflockig irgendwelche Importspiele, die teuer waren, zusammen mit dem ARP-Modul oder irgendwelchen Abspielmodul besorgen konnte. Hey. You sure this rabbit hole's really the way into Arcades? Natürlich. Better a hare unseen than a rat in a trap. Städte werden immer so gebaut, dass man leicht einfallen kann. If you prefer to go knocking on the front gates of the city, be my guest. But what about once we're inside? Won't the city watch find us? Schmeiß mir die Penner da raus! We can't blend into the crowd. Our names may be notorious, but our faces are not far known. Eure unikate Kleidung wird euch verraten. You're a princess and we didn't even recognize you. I noticed. Da fehlt das Krönchen. Der Prinzessinnen-Arsch reicht schon. Der glänzt schon aus weiter Ferne. Ui! Er sieht aus, als würde er seine Yu-Gi-Oh-Karten verlieren, aber er verliert jetzt sein Leben. Diese Viecher sind recht interessant, wollte ich eigentlich gesagt haben, aber leider Gottes haben sie mir nicht das gegeben, was ich gerne hätte. Von ihnen kriegt man nämlich zwei Sorten Fleisch. Das ist ungesundes Fleisch, aber man nimmt es gerne mal mit. Das Stück Madenfleisch. Und Deinchen natürlich. Da kauft man sich für ganz, ganz viel und ganz, ganz teuer Geld irgendwelche Wissensgegenstände, da kriegt man Steinchen, die zwei Gil wert sind. Danke, Spiel. Dankeschön. Aber es lohnt sich, die Typen zu farmen, weil man kriegt, wie gesagt, zwei Sorten Fleisch. Das eine ist, oder man kann zwei Sorten Fleisch kriegen, wenn man es denn mal gedroppt kriegt. Das Madenfleisch. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, welches wie wertvoll war, aber eins war, glaube ich, ungefähr um die 800 Gil. Und das andere noch wertvoller, über 1000 Gil. Und das lohnt sich auch zu diesem Zeitpunkt noch ganz außerordentlich, möchte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Ja. Ansonsten finde ich es mal sehr interessant. Wir sind quasi jetzt noch nicht ganz so richtig in so einem Höhlenpalast, aber wir sind fast da. Und wir bekommen den Schlüssel dazu. Den Schlüssel über den Außenstehende in die kaiserliche Hauptstadt, die natürlich so erbaut wurde, dass man darin über sowas leicht einfallen kann. Hey Sepp, wo sollen wir das bauen? Ach hier, da gibt's Höhlen drunter. Das ist schön, das ist Sightseeing. Da kann man... Keine Ahnung, im Winter, ich meine, wenn's warm ist, kann man sich da verkriechen und schön kühl bleiben und eine Serverfarm aufbauen und Nutzen poppen, Präzisionszeichnen und Dämonenschwingen, ausgezeichnet. Und
Ja, und aus dem Grund kann man auch illegal einwandern. Ganz einfach, wie man sieht. Doch bevor ich dort illegal einwandere, werde ich mich ein bisschen heilen, ein bisschen buffen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder und öffnen die Spannseelenportal mit dem Schlüssel, den uns ein fremder Arkadianer in das heiligste Unterarchades gegeben hat, damit wir einfallen können. Warum auch immer er ein paar naseweißen Gören und ihrem Hund, Moment, das war was anderes, so einen wichtigen Schlüssel geben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Albus Dorfbewohner entführt, sie einsperrt, weil er eigentlich was Gutes will. Was Gutes, Zwinker, Zwinker. Und damit betreten wir endlich den Sohn-Höhlenpalast und nicht Höhenpalast, wie ich früher irgendwie aus irgendeinem Grund immer irgendwie annahm. Und das sind sie auch schon, die Gesundheitspolizei, 2, 3, 4. Wir bowlen, bowlen, bowlen und wir rollen, rollen, rollen. For Boss-Time gegen die Gesundheitseinheiten. Und hier wäre ein Balsier, ganz wunderbar. Wunderbar. Der Balsier. Weil dann würden sie nicht mal, glaube ich, einen Schuss überleben oder nur zwei oder drei. Und genau deswegen habe ich, wie heißt sie, Fran, nicht auf Berserker-Mode stehen. Sie würde zwangsläufig ein bisschen blöd rumstehen während unserer Angriffe hier. Blöd an dieser Stelle ist, die Viecher laufen rum ohne Ende. Gut an dieser Stelle ist, ich habe Waffen. Ich habe jede Menge Waffen. Ich habe gute Waffen. Und diese guten Waffen machen mit ihren kurzen Prozess. Ich bin mir nicht sicher, ob sie empfänglich gegenüber tot sind. Ich weiß nur, sie können diesen Scheiß. Nein, du sollst... Ash! Du Suppenhuhn! Ah. Verdammt, jetzt muss ich hier Medica benutzen, um meinen guten Besharama-Meister hier irgendwie ein bisschen wieder rauszuholen. Weil die Olle klauen muss. Und jetzt nicht mehr klaut. Warum auch nicht? Immer. Ich meine, warum auch immer nicht. Sie nicht klaut. Ich meine, sie muss irgendwie weg gewesen sein, weil ich ihr keinen Befehl erteilen konnte. So, Königin Zwiebel, die mächtige Herrscherin über die Gesundheit und das Suppengrün ist nun auch vernichtet worden. Das nehmen wir mit. Zwiebel ist sehr gesund. Lord Zwiebel? Nein. War die ultimative Waffe für Lulu, oder? Und da läutet zum Abschied das Glöckelein. Ja, und jetzt können sich Kotake und Koume noch hinzugesellen. Und sie starben. Ich habe Kotake und Koume vertont. Nicht. Ich hätte es aber gerne. Wäre bestimmt lustig gewesen. Ich frage mich, ob wirklich bei diesen komischen Soundeffekten, die Zelda-Serie hat. Seit Ocarina of Time? Ja, müsste. Vorher konnte man nicht so gut Soundeffekte abspielen. For Winner Time! Sieg über die botanischen 5! Yeah! Was kriegen wir dafür? Nix! Kommen wir dafür weiter? Jawohl! Stellt uns das zufrieden? Nein! Können wir was dann machen? Auch nicht! Lasst uns davon abschrecken! Hoffentlich nicht! Denn jetzt geht's weiter durch den Sohn-Höhlenpalast. Ich glaube, wir können zwei verschiedene Wege gehen. Ich meine, beschwert euch bitte. Beschwert euch. Mir fällt gerade was auf. Und zwar, der gute Basch hat beim Sturzeffekt scheinbar so eine Art Blutlache unter sich. Obwohl es eigentlich nur ein roter Schatten ist, aber ist vielleicht als Blutlache gedacht. Auch egal. Was wollte ich gesagt haben? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, Viech. Nee, doch. Oder? Doch. Weiß ich nicht. War es Viech? 450? Ich glaube schon. Hatte irgendwas gesagt? Irgendeine Frage, die ich stellen wollte? Aber ich glaube, ich wollte keine Frage stellen. Ich wollte nur eine simple Aussage tätigen. Und zwar, dass er, das Final Fantasy 12 Hirnlexikon ist. So viele hilfreiche Tipps erhalte ich selten. Und sonst heißen sie dann Wacker. Oh, wunderbar, ein Speicherkristall unterwendet. Oh mein Gott, lauf, lauf, haut, 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 haut drauf, verdammt nochmal. Ja, dieser Kristall ist noch ein bisschen fieser. Man denkt sich vielleicht nach diesem Bosskampf, oh, wir sind im Arsch. Zumindest dann, wenn man nicht so äußerst chromöse Waffen hat. Wir sind im Arsch. Oh, da ist ein Kristall. Da speichern wir mal. Ja, super, jetzt hab ich's das gewissen. Ich werde... Ein Kristall ist erschienen, Karl Otto. Ich speichere jetzt, glaube ich, doch nicht. So, lass uns mal gucken. Nämlich der Sohn-Höhlenpalast ist ein ganz besonderer Dungeon und alle diese Spiele... Ein vertrockneter Leiche. Ein Abenteurer, den in diesem Labyrinth seine Kräfte verriesen. Vermutlich war er auf dem Weg nach Arkades. Und hat auch den Schlüssel aus dem Kaugummiautomaten dafür bekommen, um hier reinzugehen. Mehr braucht's da scheinbar nicht für, wenn hier schon Leichen herumliegen.
Oder die botanischen 5 haben ihn. Metroid-mäßig ausgesaugt, ausgelaugt. Einfach zurückgelasse. Na, ansonsten, lieber Viech, hier hatten sie gerade einen Gottesdienst ab. Amen für den untoten Meister. Ich hätte mir vom Ultima-Schwert ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen, vom Riesenpaddel. Aber endlich mit einem dicken, fetten Zweihänder rumlaufen. Ah, das ist das, was mir in Dark Souls Level 1 Runner ein bisschen fehlt, muss ich gestehen. Tja, hier haben wir ganz schön viele Türen. Und die führen in einen Raumkomplex, der es in sich hat. Also zumindest vom Geheimnis, was da drin steckt. Bin gespannt, ob ich das noch einigermaßen hinkriege. Hat nämlich nicht allzu viel Vorbereitungszeit für heute, muss ich gestehen, wegen blöder Arbeit. Okay. Ich glaube, es ist erstmal wurscht. Hier gibt es nämlich einige Ausgänge. Und ich werde mich so ein bisschen an den Gegner vorbeistehen. Oh, apropos stehlen. Nehmen wir das einfach mal mit. Gegner, der Elektriz absorbiert. Ja, von mir aus. Was soll's. Meine, wäre schön, wenn man irgendwie Schwäche-Gamble irgendwie hätte. Vielleicht später. Ich habe doch gesagt, ich wollte an den Gegner vorbeilaufen. Und hier müsst ihr klauen. Ich frage mich, wie du überhaupt an seine Taschen rankommst. Nun, Jen. Hier gibt es viel zu viele Gegner. Viel zu viel Boden, aus dem Gegner rauskommen können. Und viel zu wenig Unterstützung von meinen tollen Kameraden, wie ich gerade merke. Madenfleisch, morgen wird gekocht. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Wie gesagt, bei Anfang ist hier erstmal egal, wie man hier langläuft. Jetzt stellt euch aber mal vor... Wo ist Fran? Hä? Lost in Translation? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gesehen, der Angriffsbalken war irgendwie partiell aufgeladen und sie ist nicht da. Okay. Wieso bist du hier und kommst nicht mit? Meine Güte nochmal. Kein Wunder, dass die Kämpfe so lange dauern hier. Die eine klaut, der andere verhaut, aber da fehlt noch der zweite, der den Gnadenstoß verabreicht, während ich Armor bekomme. So, wir haben hier einen Komplex aus drei größeren Räumen mit Durchgängen, mit einigen Durchgängen. Das war jetzt der untere davon. Das, was jetzt hier gleich kommt, hoffentlich, ist der mittlere. Oh, da kommen die Axtomaten. Die Axtomaten. Ohne Kopf. Warum auch immer. Oh, von denen kriegt man das Zeug auch. Da vertue ich mich mit denen, dass man neben dem Madenfleisch noch was anderes kriegt. Auf jeden Fall gibt das ordentlich Kohle. Die brauche ich ja leider immer noch. Ich habe das teure Fleisch noch nicht gesehen. So, das ist der... Da gehen wir jetzt drauf vorbei. Der mittlere Bereich. Und jetzt sind wir im oberen Bereich. Und diese Bereiche sind relativ... Ja, sind ziemlich miteinander verlinkt. Nämlich, sobald wir den oberen Bereich betreten haben, können wir etwas machen, um einen geheimen Pfad zu öffnen. Und dieser geheime Pfad führt zu einer Schatztruhe, die zwei Gegenstände haben kann. Ein Koganin und ein... Vitamin, irgendwas ein anderes Anin. Ich weiß jetzt leider Gottes nicht mehr so richtig, was das andere für ein Ding war. Ich weiß auch jetzt nicht, ob ich das irgendwie brauche, jetzt aber. Wir werden es an späterer Stelle brauchen, weil sich dort irgendwann mal ein Exot verbergen wird. Und ich bin jetzt allerdings ein bisschen unsicher, ob es sich lohnt, das jetzt schon aufzumachen oder erst später, weil das dann wieder zu ist. Aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ich da bin, weil es mir gut geht, weil ich auf Lust habe und mir eventuell dann später den Weg ein wenig zu verbessern und so weiter und so fort. Ja, ansonsten haben wir eigentlich den weiten Weg nach Arcadis bald endlich hinter uns gebracht, obwohl es nicht so lange gedauert hat, wie ich das eigentlich gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mir Schlimmeres vorgestellt. Und gut, es lag sicherlich auch daran, dass wir, dass wir schon ein Stück des Weges vorher mal gemacht haben. Der Knackpunkt an diesem Rätsel. Ich habe keine Ahnung, wo es da irgendwelche Hinweise zu gibt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es jetzt durchgelesen. Der Knackpunkt an diesem Rätsel ist, man muss oben rechts, im obersten der drei, oben, also oben mit unten, im oberen Raum, rechts runter, die ganz rechten Gänge runter, als wenn man die rechtesten Gänge runter da sieht, also nicht die Nazi-Gänge, nicht, dass das verwechselt wird. Nein. Und man hält sich dann ganz rechts jedes Mal. Und den rechtesten Gang runter, dann kommt man wieder nach hier unten. Und das ist ein bisschen blöd, weil die ganzen Gegner dann respawned sind. Das hätte man auch ein bisschen anders machen können. Und ich hoffe, dass... Jawohl! Hier kriegen wir dann auch die Karte. Deswegen bin ich vorher nicht zu dieser Urne gegangen, weil ich in dieser Urne ohnehin vorbeikomme. Wir öffnen das Kartenmaterial des Säulenhöhlenpalastes. Und jetzt müssen wir quasi im Uhrzeigersinn. Müssen wir durch diese Räume durch.
Dann gerade mal auf die Karte gucken, ob das hier noch stimmt. Genau, im Uhrzeigersinn. Jetzt müssten wir nämlich den ganz linken Weg, den müssen wir jetzt wieder nach oben. Boah, ist das hier viel, ist das hier... Oh Gott, wieso musste man hier so viel an Zeugs rumgegen? Yeah, Level 38. Na gut, nehme ich noch ein paar Erfahrungspunkte mit, kann auch nichts schaden. Und yeah. Ich finde es schön, wenn alle so nah beieinander leveln. Das mochte ich auch, wobei ich es immer komisch fand. In alten Rollenspielen, da ist es ja so, wenn die Gegner oder die Charaktere nicht sterben. Was ich immer gut fand, wenn sie nicht sterben. Dann gibt es ja irgendwann so viele Erfahrungspunkte, dass sie, selbst wenn sie auf unterschiedlichen Leveln und auf unterschiedlichen Erfahrungspunkte ständen, in die Truppe hinzukamen, dass sie dann irgendwann nix parieren. Wenn sie unterschiedlichen Erfahrungspunkte ständen in das Spiel hineintraten, dann irgendwann trotzdem irgendwie beim gleichen Gegner alle leveln. Das fand ich mal komisch. Fand ich auch irgendwie mal blöd. Aber ich hasse es denn, wenn Charaktere zu weit auseinander liegen beim Level. Keine Ahnung, wann das liegt. Ist halt so. Yay, mehr Schiss. Boah, dammit. So, jetzt reicht's mir. Jetzt laufe ich hier durch. Das dauert mir sonst zu lange, wenn ich ehrlich sein soll. Ich meine, das sind ja auch einige Gänge und jetzt wird's ein bisschen langweilig. Wobei es... Wehe. Wobei es jetzt zunehmenderweise besser wird, möchte ich mal sagen. Also, wir laufen jetzt mit einer wahnsinnig hohen Anzahl an Viechern hinter uns her. Im Uhrzeigersinn. Und gehen immer den... Oder nicht immer. Ja, der Wasserfall hat seinen Fluss geändert. Und je nachdem, wie wir hier durchgehen, ändert der Wasserfall seinen Fluss. Und wir kommen in andere Bereiche rein, weil sonst hier der Weg auch hin und wieder mal versperrt wird. So, wir haben jetzt die ganz große äußerste Runde gedreht. Ganz rechts entlang, ganz links entlang. Und jetzt zieht sich die Schnur etwas zu. Nämlich jetzt müssen wir den zweitrechtesten Weg laufen und den zweitlinkesten Weg laufen. Bitte, nein, mach das auf, verdammt nochmal. Ich hasse es, dass man irgendwelche Schatztruhen, wenn man irgendwelche Effekte da sind. Wer? Soll ich mal gerade mal gucken, durch welche Tür wir müssen? Das ist relativ simpel hier entlang. Machen die Türen eigentlich hinter sich wieder zu, wie es sich gehört, damit die Gegner nicht rauskommen und die auch so blöd sind, um die Türklinken zu benutzen? Da sind Hunde intelligenter. Oder Katzen, wie auch immer die das rauskriegen. Kumpel von mir muss die Haustür immer zuschließen, ansonsten hat der Postbote irgendwann fehlende Arschbacke. So, ich gucke jetzt gerade nochmal. Genau. Das ist der zwei... Oh Gott, ich hätte nicht das... Ja, genau. Klau, du Sau. So, jetzt muss man den zweitrechtesten Weg runter, wie ich es vorhin schon sagte. Mit ganz, ganz tollen Ladezonen. Ladezonen! Aber das liegt daran, weil jetzt das Spiel laden muss. Oh, wir müssen jetzt einen Wasserfall umstellen. Und ich bin froh, dass ich dann den Weg doch hier noch gefunden habe. Dadurch kommen wir jetzt hier entlang. Ich gucke hier nochmal vorsichtshalber auf die Karte. Genau. Ihr habt ja auch schon den Raum in der Mitte gesehen. Ganz in der Mitte. Und da kommt man einfach nicht hin. Da müssen wir auch später hin, weil, wie gesagt, da gibt es einen Exoten. Und ich werde nach wie vor versuchen, jeden Exoten im Spiel zu zeigen. Kann immer noch nicht versprechen, dass es klappt. Aber bisher hat es ja auch ganz gut geklappt. Eigentlich muss ich gestehen, ich hätte im Vorhinein, bevor ich das LP angefangen habe, Moment, da nicht entlang, hätte ich mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Durchgänge mal machen müssen, um mich, ja, mit allem Möglichen nochmal genau vertraut zu machen. Das bleibt jetzt leider Gottes nicht aus. Nein, da kommen wir noch nicht entlang. Die Tür ist noch nicht offenbar. Glaube ich zumindest. Zumindest sagt es mein Infomaterial, dass wir da noch nicht lang müssen. Das wollen wir jetzt auch nicht verhauen. Es tut ich an dieser Stelle vielleicht ein dickes Entschuldigung an alle, die jetzt vor Langeweile in ihren Stuhl sinken, sich Tierpornos angucken. Ja, letzte Folge war, glaube ich, auch nicht so brisant. Aber es gehört halt irgendwie doch dazu, oder? Ich meine ja nur. Ich versuche so viel möglich zu zeigen und dann gehört das auch dazu. Ich meine, ich möchte ja ungerne einfach sagen, so, ich bin jetzt hier, ich habe diesen ganzen Weg hier, den ihr jetzt auf dieser Karte seht, weil er jetzt ganz neu aufgedeckt ist. Aber vorher habt ihr ihn nie gesehen, ihr wisst nicht, dass zur Gegner sich da rumschreiben, aber ich bin jetzt da mal lang gegangen. Hab gerülpst. Mehr Madenfleisch. Warum Madenfleisch haben? Keine Ahnung. Also die sehen jetzt nicht untot aus, aber die könnten es sein. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich finde nur die mit... Ui, doch nicht da entlang. Jetzt hätte ich es beinahe versaut. Okay, das sieht ganz gut aus. Nochmal auf die Karte geguckt. Und, ja, das sieht gut aus. Da muss ich durch diesen Weg. Moment, irgendjemand hat hier gerade geblinkt. Ja, was ist denn hier? Was ist hier? Sag was. Ich würde gerne... Hä? Ich verstehe es nicht. Deswegen Ausrufezeichen. Warum kann ich hier nichts tun? Ist hier irgendein... Hoppala. Nein, mach das weg. Ich bin gerade... Na, Kamera!
So. Okay, ich denke jetzt... Nee, hier ist aber auch keine Schutztruhe. Hm, seltsam. Und hier kommt auch nichts. Hm, noch seltsamer. Ja, vielleicht hat das mit irgendwas zu tun, was... Das doch nicht geht. Es tut mir leid. Bin nicht allwissend. Gerade dann nicht, wenn ich Sachen mache, die ich sonst nie gemacht habe. So, damit müssten wir jetzt fast auch am Ende sein von diesem ganz, ganz tollen Rätsel, wenn man das denn so nennen kann. Also, falls irgendjemand weiß, wo man den Hinweis kriegt, hier steht genau das, was du hier tun musst, dann... Ich stehe direkt davor, verdammt, mach's auf! Ja, erstmal schön die Waffe rausholen, dann, ich kann hier was tun, Waffe wieder wegpacken, ich tue es, Waffe wieder rausholen, lass mich mal vorbei, lass mich vorbei, verdammt! Mann, an, ich habe viel Muskelfleisch auf meinen Rippen als Basch. Na, dann schaffe ich es nicht, so eine kleine Witzfigur einfach mal aus dem Weg zu drücken. Ich war doch früher immer so ein unheilvoller Bursche. Rüpel wurde ich genannt. Rüpel werden. Was ist mit dem Rest? Dem Dreckigen, na gut, dann, wenn ihr unbedingt sterben wollt, dann töte ich euch. Es geht ja zum Glück einigermaßen schnell. Wobei, es würde noch schneller gehen, hätte ich die Doxalans mit ausgerüstet, aber... Dann müsste es eigentlich noch schneller gehen, wenn ich sie an Fran ausrüste, aber ich glaube, das wäre dann wirklich zu sehr Overkill. So, ich guck nochmal drauf. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Und der letzte Umschwenker von der Wasserfall. Oder? Komm schon! Come on! Mach den Wasserfall weg. Irgendwo wurde ein Schloss entriegelt. Ja, warum? Türbewegungsfelder. Fortschrittliche Technologie. Ich meine, wir haben Strom, wir haben Laserbarrieren, wir haben Sonnenbrillen. Dann dürfen wir auch... Kikuchimonji! Yay! Das ist super. Das haben wir gewollt, oder das gibt's auch. Aber ich meine, es gibt ja einen recht unsichtbaren Bereich in diesem Dungeon. Das müsste der Raum sein, wo wir jetzt sind. Ich gucke mal kurz in den Pilgergang. Genau, der ist nicht kartografiert. Arkanische Schriften sind in die Wand gehauen. Lesen wir sie einmal. Ist Archadis deine Bestimmung, so lass dir das Portal zum Pilgergang kein Hindernis sein. Abkommen wirst du vom rechten Weg. Führt dich dein Weg zum Portal so eile. Norden ist des Herzenshimmel, Süden seine Erde. Sinn der Zeit, Freund der Ewigkeit. Wir öffnen das Portal. Und unter Tor Nummer 1 ist... Ein Schatz? Koganin! Yay! Und was war das jetzt? Zeug halt. Kikuchimonji? Und jetzt guck gerade mal. War? Nein, Moment. Murasame? War das... Yeah, das Kikuchimonji ist ein besseres Katana-Wäffelchen. Und das andere Ding, das Koganin, ein Ninja-Schwert. Ja, Ninja-Schwerter, auch nicht so ganz verkehrt. Es hätte auch noch ein anderes Ninja, ich glaube, es war ein anderes Ninja-Schwert, das hätte drin sein können. Aber diese Truhe mit dem Koganin ist nur ein einziges Mal da und erscheint da nie wieder. Und wenn man dann entsprechend was haben möchte, was da drin ist, dann muss man laden und die ganze Scheiße nochmal machen. So. Damit hätten wir das erreicht. Ich hoffe, das Schloss ist jetzt auf ewig entriegelt. Dann müssen wir das später nicht machen. Und damit haben wir im Grunde das meiste hinter uns. Es bleibt nur noch der Rest des Weges zum Kreisverkehr. Ja, Archadis ist so fortschrittlich, hat Kreisverkehr gebaut. Weil die ja im Kreis gehen. Oh, wir haben eine Höhle unter uns. Das machen wir. Wir wollen im Kreis gehen. Also machen wir was mit Kreis. Hier haben sie einen Kreis gebaut. Und ich hasse es, wenn Leute oder Gegner mit ihren normalen Angriffen Kreisverkehr fahren. Nein. Hup, auch. Weil ich meine Gemach verteilen kann. So, ich muss gerade mal gucken. Ging das jetzt? Hier gab es nämlich auch nochmal ein Rätsel. Und da denke ich jetzt gerade, also das Rätsel bringt jetzt nichts, wenn ich es jetzt mache. Meine ich zumindest. Oder? Moment, komm. Komme ich da jetzt schon? Moment, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich da jetzt schon langkomme. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ich glaube, ich habe irgendwie viel Video. Folie, Dings jetzt irgendwie mit drin. Und ich muss gerade mal gucken, kam ich jetzt schon durch dieses Portal? Ich habe gerade meine Zweifel. Töten! Jawohl, töten! Hau zu, verdammt! Wieso klaust du noch? So mal nachtreten. Portal der Askese. Ach, verdammt, es ist geschlossen. Ich weiß es gerade nicht, ob man da jetzt schon was machen kann. Ich weiß nur, es verbirgt sich ein Exot dahinter und ich weiß, dass ich irgendwann da durchkomme und ich weiß auch wie. Also, dann, ich meine, dann werde ich wissen wie. ansonsten werde ich mal abwarten, was die Kommentare sagen. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Werden wir Archadis irgendwann wirklich erreichen? Was verbirgt sich hinter Tor Nummer 28? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 12. Bedanke mich fürs Zugucken. Ich bedanke mich fürs Kommentieren. Ich bedanke mich für den Mentos-Kopf, den wir hier drauf haben. Bedanke mich, dass du nicht jeden Treffer machst. Bis zum nächsten Mal.
zum nächsten Mal, meine lieben Zuschauer. Ciao.